Liebe Zuschauer, was ist eigentlich los beim Goldpreis? Zuletzt der Sprung über die Marke von 2000 US-Dollar. Da stellt man sich natürlich die Frage, ja, was ist da los? Geht das so weiter? Geht es noch weiter rauf? Und was heißt das für Anleger? Das schauen wir uns in der Sendung an. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich mir zugeschaltet Christian Köker von der HSBC. Herr Köker, schön, dass Sie Zeit haben. Reden wir über den Goldpreis und die große Frage, wieso ist er eigentlich da, wo er gerade ist? Denn die US-Notenbank hat ja in der letzten Zeit doch einige Zinsschritte unternommen, in einem geradezu historischen Tempo. Normalerweise müsste das die Stimmung fürs Gold eigentlich eher drücken, oder? Also was ist da gerade los beim Gold? Ja, das ist eine gute Beschreibung, Frau Grebe, denn es ist erstmal kontraintuitiv, dass in einem Umfeld so stark und so dynamisch steigender Zinsen der Goldpreis ebenso einen starken Aufwind erfahren hat. Es sind ja fast 400 Dollar in den letzten Monaten, die der Goldpreis jetzt hier über 2000 Dollar angekommen ist. Die Gründe, ja, man kann es sich so vorstellen, dass die Krise um die US-Regionalbanken doch für eine gewisse Verunsicherung gesorgt hat, für eine gewisse Skepsis in das Bankensystem in den USA. Anleger dort vor Ort gaben zuletzt auch zu Protokoll, sich so viel Sorgen um ihre Einlagen zu machen wie schon lange nicht mehr. Dazu kam natürlich dann auch hier in Europa die Verwerfung um die Credit Suisse. Also man muss also sagen, immer dann, wenn Fragen aufkommen, ob unser Bankensystem, ob unser Geldsystem so weiter funktioniert oder ob dort vielleicht Risse zu erkennen sind, dann hat das dem Goldpreis zuletzt sehr stark in die Karten gespielt. Und ja, zusammen mit anderen Faktoren wie eben auch starken Käufen durch die Notenbanken rund um den Globus schon im letzten Jahr, aber auch jetzt im ersten Quartal, hat das ganz schön stützende Effekte gehabt, ja, die den Goldpreis jetzt auf ein stabiles Niveau jenseits von 2000 US-Dollar wieder haben ansteigen lassen. Jetzt haben Sie ja schon einige Faktoren angesprochen, aber wenn man eben jetzt auch noch mal das Zinsumfeld betrachtet, da gab es ja nach den jüngsten Inflationsdaten aus den USA, gibt es ja jetzt noch mehr Spekulationen als ohnehin schon, eben wie die US-Notenbank ihren Kurs weiterverfolgen wird, Zinspause oder vielleicht sogar wieder Zinssenkungen. Wenn man jetzt alle Faktoren betrachtet, was könnte das dann für die weitere Entwicklung beim Gold bedeuten? Also natürlich ist die Zinsentwicklung insbesondere in den USA weiterhin ein starker Treiber für den Goldpreis. Und ja, Sie haben recht, es ist natürlich so, dass jetzt allenthalben eher Zinssenkungen erwartet werden. Ja, also mit Blick auf die Fed ist sozusagen eine Wahrscheinlichkeit von 90% angenommen, dass der letzte Zinsschritt jetzt auch tatsächlich der letzte nach oben gewesen ist. Und darin besteht natürlich auch ein sehr großes negatives Überraschungspotenzial, denn der Goldpreis reagiert natürlich nicht auf Zinsanhebung oder Zinssenkung in dem Moment, wo die Notenbank das dann auch auf der Pressekonferenz verkündet, sondern natürlich auch im Zuge der Erwartungen im Vorlauf. Und wenn sich jetzt also die Erwartungen deutlich drehen würden, dass wir wohl möglich doch noch weitere Zinsschritte sehen, dann würde das eben auch ein negatives Überraschungspotenzial für den Goldpreis auf der Unterseite darstellen. Und Gleiches würde natürlich auch bedeuten, wenn wir jetzt zum Beispiel auch im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA eine schnelle Einigung sehen würden, denn dann ist es eben auch wieder ein Aspekt, der von der Karte verschwinden würde, dass wenn sich dort eben die Republikaner und die Demokraten darüber einig sind, dass die USA die Schulden weiter ausbauen dürfen, dann würde auch ein weiteres Bedrohungsszenario von der Tagesordnung verschwinden, was wohl möglich dem Goldpreis gerade hilft. Also, da sind natürlich jetzt einige Faktoren dabei, die eben Überraschungspotenzial haben. Was bedeutet das jetzt für zum Beispiel interessierte Zuschauer? Wenn man jetzt eben sich fragt, ja, richtet sich jetzt der Goldpreis quasi über der 2000 US-Dollar-Marke häuslich ein oder kommen dann eben solche negativen Überraschungsfaktoren zum Tragen? Also, das heißt, welche Möglichkeiten sehen Sie hier? Naja, man muss es auch mal positiv betrachten, die Robustheit, mit der sich der Goldpreis jetzt schon länger über 2000 Dollar hält, die ist schon durchaus bemerkenswert und die 2000 Dollar sind natürlich auch eine neuralgische Kursmarke, eine runde Kursmarke, wo man häufig eben auch solche Verharrungstendenzen sieht. Und man steht jetzt gewisserweise auch an einer Art Scheidepunkt, denn es geht nicht nur so sehr um die 2000 Dollar per se, sondern es geht vor allen Dingen auch um das Allzeithoch des Goldpreises bei etwa 2070, 2075 Dollar, was ja zum Greifen nah momentan ist, wo wir jetzt mehr oder weniger zwei, dreimal dran gescheitert sind. Und wenn diese markante Marke nach oben hin auch
durchaus überschritten wird, dann gibt es eben viele Marktteilnehmer, die von einer starken Aufwärtswelle sprechen, die dann zu erwarten sei. Und ja, wenn man an dieser Aufwärtswelle eben partizipieren möchte, dann ist das jetzt vielleicht ein guter Augenblick, um sich eben entsprechend für einen weiter steigenden Goldpreis dann auch positionieren zu können. Da ist natürlich dann immer die Frage, wie positioniert man sich? Also bei Gold kann man sich das ja auch ganz gut physisch vorstellen. Also je nach entsprechender Kapitalausstattung dann so ein Goldbarren oder wie auch immer. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten im Produktbereich. Und da haben Sie uns eine mitgebracht, ein Open-End-Turbo-Optionsschein. Was hat der jetzt für Vorteile? Wie funktioniert das Ganze? Ja, also wir haben es hier mit einem Wertpapier zu tun, was eine Hebelwirkung entfalten kann. Und man sieht es ja hier auf der Tafel, der Hebel liegt bei knapp unter 5. Das heißt, Wertveränderungen vom Goldpreis auf US-Dollar-Basis werden hier also praktisch fast verfünffacht. Wohlgemerkt natürlich nach oben als auch nach unten. Das heißt, steigt der Goldpreis jetzt also weiter an, nimmt er jetzt also Fahrt auf und überschreitet dieses Allzeithoch, dann kann man hier eben mit einem Faktor von 4,7 überproportional an diesen Kursanstiegen partizipieren. Bedeutet aber gleichzeitig eben auch, dass wenn die eben angesprochenen Punkte vielleicht alle auftreten, die Zinsen werden weiter angehoben, die US-Banken zeigen sich weiter robust und diese Bankenkrise ist von der Agenda verschwunden, dann würde natürlich bei einem Rückgang des Goldpreises hier eben auch mit dem Faktor 4,7 die Wertentwicklung nach unten entsprechend vollzogen werden. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir uns hier diese Tafel anschauen, dort gibt es eben ein Element dieser Wertpapiere, eine Knockout-Barriere bei knapp 1.600 Dollar. Das war so dieses Kursniveau, das konnte man eben im Chart auch sehr schön sehen, was so in der letzten Zeit eben so gewisserweise die Unterseite, die untere Grenze eines Seitwärtsmarktes bezeichnet hat. Wenn die unterschritten wird, diese Marke von 1.600 Dollar, ja, dann kommt es zum Totalverlust. Also Totalverlust, damit sind wir natürlich bei den Risiken. Gibt es sonst noch was, worauf man hier achten muss? Ja, man hat es natürlich hier auch mit einem Produkt zu tun, was wir hier in Deutschland in Euro handeln. Das heißt, das Währungswechselkursverhältnis sollte man auch eben nicht ganz außer Acht lassen. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass wir bei diesen Turbo-Optionsscheinen es mit Wertpapieren zu tun haben, bei denen es ein Emittentenrisiko gibt. Das heißt, Anlegerinnen und Anleger sollten bei der Auswahl von solchen Wertpapieren auch immer auf die Bonität der herausgebenden Bank, in diesem Beispiel HSBC, achten. Herr Köker, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, soweit der Blick auf den Goldpreis. Was könnte da noch möglich sein? Was sind Einflussfaktoren und welche Möglichkeiten gibt es auch, sich zu positionieren? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.